Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt. Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Wort. Und ich gehe deinen Weg, du Herr, gibst mir den Sinn. Mit dir hab ich keine Angst, gib du mir die Hand. Und so bitt ich, bleibe doch bei mir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche, liebe Schwestern und Brüder, die Sie über das Internet mit uns verbunden sind. Wir feiern heute einen großartigen Tag, denn wir dürfen hier in Ihrer Pfarrei einen neuen Pastor, Michael Hostorf, in sein Amt einführen. Mein Name ist Daniel Schilling und es ist meine Aufgabe als Kreisdechant, dies zu tun. Ich grüße Sie alle, die Sie hier sind, von ganzem Herzen. Erlauben Sie mir, bevor wir in die Zukunft schauen und den neuen Pfarrer hier am Altar begrüßen, einen Blick zurückzuwerfen. Denn ich glaube, es ist immer wichtig, dass man aus dem Dank herauslebt. Dank Gott gegenüber, aber auch Dank Menschen gegenüber, die Verantwortung übernehmen. Und an dieser Stelle möchte ich Pfarrer Peter Jansen ganz, ganz herzlich danken, dass er zu seinen vielen Aufgaben als Krankenhausseelsorger in Velbert und als Präses des Kolpingwerkes in unserer Diözese sich immer und immer wieder auf den Weg gemacht hat, hier nach Langenfeld, um hier in dieser schwierigen Zeit der Pandemie für Sie, für Menschen da zu sein. Lieber Peter, du hast in den letzten Monaten Großartiges geleistet. Ich weiß, was das bedeutet, und wir danken dir erst einmal von ganzem Herzen. Lieber Michael, jetzt möchte ich dich hier oben zum Altar bitten. Komm doch mal bitte hierher. Als erstes darf ich die Ernennungsurkunde unseres Erzbischofs verlesen. Sehr geehrter Herr Pfarrer Hostorf, hierdurch ernenne ich Sie unter Beibehaltung Ihrer bisherigen Aufgaben zum Pfarrer der Pfarrei St. Josef und Martin in Langenfeld im Kreisdekanat Mettmann. Von Herzen danke ich Ihnen für die Übernahme dieses Amtes und wünsche Ihnen für Ihren priesterlichen Dienst in Pfarrei und Seelsorge ein gutes Miteinander und weiterhin Gottes reichen Segen. In mitbrüderlicher Verbundenheit, Ihr Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln. Sie haben einen neuen Pfarrer. Wir alle kriegen mit, was sich in unserer Kirche alles tut, was alles passiert. An vielen Stellen wird der Aufbruch jetzt bald nicht nur hier in Langenfeld, Monheim und Baumberg, sondern auch in anderen Bereichen auf uns zukommen. Sie sind sozusagen jetzt schon einen Schritt voraus. Und viele von Ihnen werden wahrscheinlich denken, wie soll das denn gehen? Wie kann man Pfarrer von Monheim und Baumberg und dann noch von der großen Pfarrei St. Josef und St. Martin sein. Und ich glaube, es kommt da ganz entscheidend eben auf dich an, dass du mit der Stärke deines Herzens und auch mit den Fähigkeiten deines Verstandes auf die Menschen zugehst und mit ihnen gemeinsam Wege suchst und von dieser Stelle aus jetzt schon dazu eine gute Hand, immer wieder die richtigen Worte und Gedanken, die Offenheit für Neues und dann natürlich Gottes Segen. Michael, wir freuen uns, dass du hier tätig wirst. Es gibt drei Elemente, die die Einführung eines Pfarrers bezeichnen. Als erstes möchte ich dich jetzt ganz nah hier zum Altar führen. Du darfst dich schon in die Mitte stellen. Und dann heißt es, hier an diesem Altar vergegenwärtigst du Christus, seinen Tod und seine Auferstehung
unter sakramentalen Zeichen. Als Priester stellst du für die Gemeinde Christus selber dar. Er ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist es, der alle Sakramente spendet. Hier feierst du mit der Gemeinde die Eucharistie, zu der alles Tun der Kirche hinstrebt und aus der ihr Kraft für jeden Dienst strömt. Nehm ihn bewusst wahr, den Altar, an dem wir als Priester uns immer wieder auch festhalten können, der uns trägt. Als nächstes möchte ich dich an den Priestersitz bitten, aber weil hier das Mikro steht, bleibe ich hier stehen. Du darfst aber gerne hingehen. Hier am Sitz des Priesters übst du den Dienst als Vorsteher der Gemeinde aus und leitest sie durch dein Gebet. Als Diener des guten Hirten führst du die Getauften und bist ihnen Ratgeber auf ihrem Weg zum Heil. Den Armen, Kranken, Alten und Einsamen bringst du Christi Liebe. Als guter Verwalter wirst du auch das Gute dieser Kirche bewahren und zum Wohl der Pfarrei verwenden. Beginne nun deinen Dienst, haben wir schon getan, als Pfarrer hier in der Pfarrei. Als nächstes darf ich dich ans Ambo bitten, den Ort der Verkündigung. Hier an diesem Ambo verkündest du Gottes Wort und legst es aus. Der Herr selbst ist gegenwärtig, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Als Lehrer des Glaubens hast du den Auftrag, alle zu lehren, wie sie aus dem Glauben leben und Zeugen Christi sein können. Du trägst die frohe Botschaft in alle Bereiche der Gemeinde und zu allen Menschen, die nach Wahrheit suchen. Du zeigst den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Christus als den Weg zum Leben. Viel Freude. Dankeschön. Danke dir. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, eben bin ich noch gefragt worden, ob ich aufgeregt sei. Da habe ich ganz klar gesagt, nein, das hat sich massivst geändert. Jetzt ist doch eine ganz große Aufgeregtheit da. Ist auch gut so. Lieber Daniel, erst einmal dir vielen Dank dafür, dass du mich in das Amt als Pfarrer hier eingeführt hast. Ich weiß gar nicht, das habe ich auch heute Vormittag mal überlegt, wie viele Pfarrer hast du eigentlich schon innerhalb von 11 Monaten zweimal eingeführt?
Nur mich, ja. Sie merken schon, Sie bekommen was ganz Besonderes. Einen, der in 11 Monaten zweimal als Pfarrer eingeführt wird und das auch bleibt. Also nicht irgendwo weggeht. Und Sie haben einen Pfarrer bekommen, der seinen Dienst antritt und direkt Geschenke mitbringt. Die stehen da in der Ecke. Viele dieser Seelsorger, die eben mit eingezogen sind, die kennen Sie, weil die schon mitunter Monate, Jahre hier sind und ihren Dienst tun. Da waren aber auch Gesichter dabei, die sind seit dem 1.9. auch Ihre Seelsorger. Und die möchte ich vorstellen. Ich fange an mit den Küken. Das sind nämlich die, die wirklich ganz frisch hier hingekommen sind, die vorher weder in Monheim noch in Langenfeld waren. Und zwar ist das einmal die Pastoralassistentin, ich weiß gar nicht, wo sie sind, aber die kommen denn einfach mal da hinten, die Pastoralassistentin Theresa Hörner. Dann geht es weiter mit dem Kaplan Henrik Land und mit dem Kaplan Dr. Alexander Krüloff. Das sind unsere ganz frischen, die werden jetzt sozusagen hier als erstes vorgestellt, bevor es nächste Woche in Monheim denn weitergeht. Aber nicht genug. Jetzt kommt richtig Nachschlag. Ich bringe noch 2 gestandene Diakone mit. Einmal Diakon Wachter und Diakon Wickert. Aber damit nicht genug. Wir haben auch noch einen pastoralen Dienst, nämlich den Gemeindereferenten Stefan Driessen, der auch jetzt für den gesamten Sendungsraum ernannt ist. Und als der hiesige Pfarrer darf ich denn jetzt sagen, herzlich willkommen. Ich weiß noch, als ich vor 11 Monaten in Monheim in die Kirche einzog und die Kirche wirklich brechend voll war, wir hatten noch kein Corona, das war schön, die Gesichter zu sehen, zu wissen, das sind die Menschen, mit denen hast du jetzt zu tun, mit denen gehst du auf den Weg. Wir sind heute weniger, aber das liegt nicht dran, weil die anderen nicht kommen wollen, denn da haben viele gesagt, sie wären gerne jetzt hier. Von daher freue ich mich, dass junge Menschen es ermöglichen, dass über das Internet weitere teilnehmen können und mitfeiern. Aber sie jetzt endlich gesehen zu haben, tut unendlich gut. Und sich auf einen Weg gemeinsam zu machen, das tut auch gut. Ich freue mich und bin sehr dankbar, Herr Bürgermeister, dass Sie heute hier sind, als der erste Bürger der Stadt und somit auch zeigen, dass Katholiken in Langenfeld nicht irgendwer sind. Sie gehören dazu. Schön, dass Sie da sind und mitfeiern. Ich freue mich, dass die evangelischen Schwestern und Brüder vertreten sind. Herzlich willkommen. Schön, dass wir gemeinsam in diesem Gottesdienst Gott, den Herrn, ehren. Wir wollen jetzt unser Herz öffnen für den Herrn, der uns letztendlich hier zusammengerufen hat. Wir wollen unser Herz öffnen für ihn, damit er tief hineinschauen kann. Denn jeder, wenn er tief ins Herz hineinschaut, weiß, dass nicht alles in Ordnung ist. Und gerade das dürfen wir dem Herrn hinhalten. Denn er möchte uns immer wieder seine Liebe, sein Erbarmen schenken. Lasst uns darum bitten. Herr Jesus, du rufst die Menschen, dir zu folgen. Du sendest sie als deine Boten. Du bist verherrlicht in deinem Namen.
allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht der Herr, du Menschensohn, ich habe dich aus dem Haus Israel als Wächter gegeben. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zum Schuldigen sage, Schuldiger, du musst sterben. Und wenn du nicht redest, um den Schuldigen vor seinem Weg zu warnen, dann wird dieser Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Sein Blut aber fordere ich aus deiner Hand zurück. Du aber, wenn du einen Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt und er sich nicht abkehrt von seinem Weg, dann wird er seiner Sünde wegen sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Deine Schuhe.
Seite gleiten nicht, denn Gott selbst hält dir dein Herz, gibt dir Hilfe, gibt dir Licht, und jedes deiner Worte fliegt sicher himmelwärts. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, niemand bleibt etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der ganzen Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet,
das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Dankeschön, Herr Düster. Als ich vor 12 Monaten mich auf den Weg machte, um nach Monheim zu kommen, hätte mir dann einer gesagt, Mensch, das wird noch nicht mal ein Jahr dauern, dann hast du noch mal einen viel größeren Bruder dabei, hätte ich gesagt, du hast ihn nicht all. Wie soll das gehen? Seit 3 Jahren war ich auf der Weiterbildung. Alle wir, die wir Pfarrer sind, müssen eine Weiterbildung machen. Das ist der Kurs der leitenden Pfarrer. Wir unter uns sagen auch schon mal der leidenden Pfarrer. Aber auf dem Kurs der leitenden Pfarrer. Und da wurde immer wieder denn gesagt, meine Güte, Kirche verändert sich. Also ganz blöd bin ich nicht, das hatte ich auch schon vorher gemerkt, dass sehr viel Veränderung in Kirche da ist. Aber das Beritte größer werden, dass es nicht mehr die kleine beschauliche Pfarrei ist, als ich noch angetreten bin und überlegt habe, Priester zu werden vor über 35 Jahren. Da habe ich so vorgestellt und dann sitzte sonntags nachmittags auf der Bank im Garten, de Pief, ich rauche nicht, aber so der Gedanke, de Pief, und dann kannst du den Abend so kommen lassen. Ja, das ist weit weg. Also diese kleinen Beritte, 3000er Verein, da lacht man ja heute drüber. Ich mit Monheim mit 14.000, das war schon okay. Da sagten schon alle, oh, das ist aber schon gut, und jetzt klotze ich mit über 36.000 Veränderungen. Hätte mir das einer vor einem Jahr gesagt, was hätte ich anders gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre trotzdem gegangen. Und ich glaube, ich wäre trotzdem heute hier, weil ich weiß, dass es in Kirche momentan der Weg ist, der gegangen werden muss. Ob der gut ist oder nicht, das müssen vielleicht mal andere überlegen. Aber er steht jetzt an, ihn zu gehen. Ob wir alle damit glücklich sind oder ob wir damit unglücklich sind, ich weiß es nicht. Und es werden noch viele Veränderungen vor uns liegen, die wir anpacken müssen. Ob wir das mögen oder nicht. Der heutige Tag, das Sonntagsevangelium, gibt uns etwas mit auf den Weg. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich sehr gerne immer wieder auf das Wort Gottes höre. Es ist die Mitte unseres Tuns, unseres Christseins. Und der Herr, das ist ja nun kein kleiner Dummer, das ist ja nun mal der Sohn Gottes, der gibt manchmal tolle Tipps mit auf dem Weg. Das wäre jetzt nicht nur ein Tipp, den wir heute gehört haben für Kirchengemeinden. Das wäre auch ein Tipp allgemein. Haben Sie noch so den ersten Satz im Ohr? Er ist wunderschön. Wenn sich dein Bruder gegen dich versündigt. Jetzt mache ich mal den Cut und blende mal wieder ein, wie wir das machen würden. Ich poste das bei Facebook und dann können ganz viele kommentieren. Und die meisten von meinen Freunden werden natürlich genau sagen, was der andere für ein Blödmann ist. Sie können natürlich auch Instagram nehmen. Ist genau dasselbe. Hauptsache drauf. Nicht mit dem anderen, über den anderen. Der Herr sagt, geh zu deinem Bruder und red mit ihm unter 4 Augen, im Vertrauten. Hilf ihm, dass er sein Gesicht wahren kann, dass er immer noch er sein kann, auch wenn er auf dem Holzweg ist. Finde ich einen guten Tipp vom Herrn.
Wenn er nicht hören will, sagt der Herr, er geht weiter, eine Eskalation. Dann nimm noch ein oder zwei dazu. Er begründet sogar. In der Rechtsprechung der damaligen Zeit braucht man 2, 3 Zeugen, um etwas zu bezeugen. Nimm sie dazu, red mit ihnen, klärt. Hört er auch auf sie nicht? Weitere Stufe, dann sag's der ganzen Gemeinde. Also Facebook am Ende, nicht am Anfang. Dann sag's der ganzen Gemeinde und dann sei es aber auch für dich gut. Schluss. Der Herr gibt uns etwas auf den Weg, was uns als Kirchen, als Menschen in unserer Zeit, auch als Politik, ich sag's mal nur so, helfen kann. Nämlich in den direkten Austausch zu gehen. Gerade wir Kirchengemeinden, also das betrifft jetzt die Langenfelder überhaupt nicht, ich kenne sie ja so noch gar nicht, also Sie können jetzt direkt ausatmen und sagen, uns meint er nicht. Aber gerade in Kirchengemeinden ist das leider mittlerweile ganz anders. In Kirchengemeinden gibt es Grüppchen. Die einen wollen das so, die anderen wollen das so und die tuschen gegen die und die gegen die. Das spricht nicht, was der Herr will. Er möchte, dass wir miteinander sprechen. Denn welches Grüppchen hat denn Recht? Wissen wir es? Wer darf entscheiden, dass das eine Grüppchen Recht hat? Wir? Ist er nicht der Herr seiner Kirche? Ich glaube, der Herr gibt uns da wirklich einen guten Tipp mit auf den Weg. Für mich als neuer Pfarrer von Monheim und Langenfeld auf jeden Fall. Sprecht miteinander, kommt in Austausch, hört einander zu. Und in dem Zuhören erkennt doch immer mehr, was der Wunsch, was der Wille des Herrn ist. Denn das ist angesagt in unserer Zeit. Kirche hat sich verändert in den 2000 Jahren. Das Trüppchen, wo Matthäus für geschrieben hat, das lachhaft klein, da wäre ich gerne Pastor für gewesen. Heute reden wir über andere Berichte. Kirche entwickelt sich und letztendlich, liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist gut, dass sie sich entwickelt, denn sie ist lebendig. Sie wird gefüllt von uns, die wir jetzt in ihr leben. Und jeder bringt wieder Neues mit in diese Kirche hinein. Von daher muss sie sich permanent verändern. Und der nicht möchte, dass Kirche sich verändert, der möchte eigentlich, dass sie stirbt. Wie singen wir es an Pfingsten? Ich singe gerne diesen Kehrvers. Sende aus deinen Geist, und das Angesicht der Erde wird neu. Neu. Es verändert sich. Und das ist gut. Davor müssen wir keine Angst haben. Wir müssen keine Angst davor haben, wenn wir im Dialog sind und gemeinsam auf diesem Weg gehen. Den Veränderungen entgegen. Schauen, was braucht die Zeit. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte Sie hier in Langenfeld nun erst einmal kennenlernen. Hier vorne sitzen ein paar Monheimer, letztendlich bin ich noch dabei, euch in Monheim kennenzulernen. Aber dieses Kennenlernen wird sich ausdehnen. Und vielleicht werden wir auch untereinander merken, wie gut es ist, einander kennenzulernen. Wenn ich jetzt schon mitkriege, dass Langenfelder und Monheimer zusammen dafür gucken, dass Menschen, die heute nicht hier sein können, weil einfach nicht genug Platz da ist, dass die es aber über Bildschirm mitverfolgen können. Ist doch schon eine tolle Synergie in die Zukunft hinein. Es gibt viele kleine Momente des Aufbruchs. Sie müssen wir wahrnehmen und gut auf sie schauen. Und wenn der neue Pastor irgendetwas tut, was wir sonst immer ganz anders gemacht haben, und das wird zigfach vorkommen, dann nicht bei Facebook posten. Sprecht ihn an. Sprechen wir miteinander. So können wir Dinge klären. So können wir gucken, was ist gut und richtig. Und nicht nur beim Pastor, auch untereinander. Ich glaube, wenn wir uns die Weisung des Herrn zu Herzen nehmen, dann können wir vieles gut anpacken. Und das möchte ich mit Ihnen. Wir werden Ende des Monats
auch hier in Langenfeld ein Seelsorgebereichsforum haben. Der Kreisdechant hat es eingangs schon angedeutet. Pastoraler Zukunftsweg heißt das Ding bei uns. Letztendlich geht es um diese Veränderung. Was alles auf uns zukommt als Katholiken. Ganz ehrlich, ich habe keine Angst davor. Es darf sich verändern. Es muss sich verändern, vieles. Wenn Sie doch einfach mal in Ihr eigenes Leben schauen, können Sie sich noch Ihr Wohnzimmer vorstellen, wie das vor 40 Jahren aussah? Genauso wie heute? Oder ist da Veränderung? War das böse? Oder fühlen Sie sich in Ihrem Wohnzimmer wohl? Die Kirche ist mein Wohnzimmer im Glauben. Hier muss ich mich wohlfühlen. Hier müssen Sie sich wohlfühlen. Von daher müssen wir immer wieder auch Dinge verändern und über diese Veränderungen miteinander im Dialog bleiben, damit wir letztendlich hören, denn wir alle sind doch von seinem Geist beseelt, damit wir alle hören, was will der Herr von uns, wie das Wohnzimmer aussehen soll. Wenn wir uns so auf den Weg machen, habe ich keine Angst vor der Zukunft. Wenn Sie sie haben, sprechen Sie mich an.
Wir haben uns als Gemeinde Jesu Christi versammelt und beten zu Gott, der uns Mutter und Vater ist. Mache die Kirche zu einem Ort, wo Menschen Gemeinschaft, Verzeihung und Begleitung finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Unterstütze die Politikerinnen und Politiker in dem Bemühen, dass die Würde des Menschen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens Anerkennung finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich für ein in Frieden und Freiheit geeintes Europa einsetzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Zeige allen zerstrittenen Wege, wie sie zur Versöhnung und Frieden gelangen. Wir bitten dich, erhöre uns. Mehre in unserer Gemeinde die Bereitschaft, aufeinander zu hören und geschwisterlich miteinander umzugehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist ein Gott des Friedens. Du sorgst für uns wie eine liebende Mutter und wie ein liebender Vater. Dich preisen wir alle Tage unseres Lebens. Amen. Amen. Never.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du schenkst uns den Frieden und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. Lass uns dich mit unseren Gaben ehren und durch die Teilnahme an dem einen Brot und dem einen Kelch eines Sinnes werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Gnade zu rühmen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast. Er ist uns Menschen gleich geworden in allem, außer der Sünde, damit du in uns lieben kannst, was du in deinem eigenen Sohne geliebt hast. Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Bund gebrochen. Durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit den Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit heiligem Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Diensten der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, guter Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe sie zu dir, auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In der Taufe haben wir alle den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Aus diesem Geist heraus lasst uns gemeinsam voll Vertrauen beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden. Das ist das, was uns immer wieder trennt von dir und voneinander, sondern schau auf unseren Glauben, den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenken wir uns ein Zeichen dieses Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Seht, im gebrochenen Brot, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Das Blut Christi. Das Blut Christi. Noch sehen wir nicht dein Angesicht.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in deinem Wort und Sakrament gibst du uns Nahrung und Leben. Lass uns durch diese großen Gaben in der Liebe wachsen und zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Liebe Mitchristinnen und Mitchristen hier in St. Josef, herzlich willkommen, sage ich Ihnen, im Namen von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand. Mein Name ist Thomas Ankowiak, ich bin Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und freue mich darüber, Sie aus diesem Anlass hier begrüßen zu können, natürlich auch jene, die mit uns übers Internet verbunden sind. Ein besonderer Gruß, Pfarrer Hosdorf hat es schon gesagt, gilt unseren Geschwistern von der Evangelischen Kirche und unserem Bürgermeister Frank Schneider, von denen werden wir gleich noch etwas hören. Wir alle sind eingebunden in die großen Herausforderungen und Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Und das heißt für uns eben auch, dass wir in einem überschaubaren Kreis heute feiern können. Aber wir feiern und wir freuen uns, dass wir willkommen sagen dürfen Ihnen, Pfarrer Michael Hosdorf. Und wir wünschen uns in dieser Gemeinde eine gute Zusammenarbeit und die Fortsetzung unseres begonnenen Weges, einer Neuorientierung unserer Gemeinde hin zu Präsenz in der Stadt, mitten in der Stadt und auf dem Weg zur Kooperation in der Leitung. Sie haben von Veränderungen gesprochen, ja, dem stimme ich zu. Ich glaube allerdings, dass das Mobiliar im Wohnzimmer allein zu erneuern nicht ausreichen wird. Und wenn ich den pastoralen Zukunftsweg von Ihnen erwähnt weiß, dann möchte ich hinzufügen, es gibt einen anderen Weg, den wir auch gehen in unserer Kirche, den synodalen Weg, der ein bisschen andere Akzente setzt,
der auf Dialog angelegt ist und der Fragen und Probleme, Herausforderungen und Vorhaben in den Vordergrund der Diskussion rückt, ob das die Frage nach Ämtern und Macht, die Frage nach der Beteiligung von Frauen, der Rolle von Priestern oder der Sexualität ist, die alle neben den strukturellen Fragen auch gelöst werden müssen. Zumindest muss, und da nehme ich Ihr Angebot gerne auf, darüber geredet werden. Und möglicherweise muss da auch kontrovers darüber geredet werden, immer natürlich im Respekt auch vor den Andersdenkenden und jenen, die vielleicht ganz andere Auffassungen haben. Aber wir können nicht nicht miteinander reden, und da habe ich Sie gehört, auch Sie wünschen sich das. Ich freue mich, dass aus Monheim manche gekommen sind, um ihren Pfarrer in seine neue Aufgabe, in seine erweiterte Aufgabe zu begleiten. Denn uns steht die Bildung eines Sendungsraums bevor, über dessen Ausgestaltung wir uns gemeinsam mit unserem Nachbarn, Sie mit uns, wir mit Ihnen, Gedanken machen werden und klar werden wollen, denn die Rolle des gemeinsamen Pfarrers ist das eine, aber diese Herausforderung anzupacken ist eine andere. Und wenn wir in der vergangenen Woche, Sie haben es angesprochen, vernommen haben, dass im Erzbistum Köln aus 500 Pfarrgemeinden irgendwann in absehbarer Zukunft nur noch 50 werden sollen, dann sehen wir, dass es dringend notwendig ist, darüber zu sprechen, wie wir den Kontakt, den Draht zu den Menschen nicht verlieren, wie wir dabei bleiben, dass die Verbindung zueinander in einer unübersichtlichen Struktur nicht verloren geht. Die bisherigen Veränderungen, die wir auch mit Blick auf Corona-Erfahrungen haben, und Corona, das muss man auch ganz deutlich sagen, ist mit seiner ganzen Verunsicherung noch lange nicht vorbei und wird uns noch eine Weile betreffen, sehen wir, dass Sie diese Erfahrungen sehen wir besorgt, aber eben nicht verzagt. Aber, und damit möchte ich auch offen umgehen, wir blicken in eine ungewisse Zukunft, die große Herausforderungen mit sich bringt, die vor allem darin liegen wird, dass es uns gelingt, in unseren Gemeinden, in den Kreisen, in denen wir Gemeinde gestalten, als lebendige Kirche Ausstrahlung haben. Dabei wünsche ich Ihnen im Namen aller, die ich gerade genannt habe, dem Pfarrer, dem ganzen Pastoralteam und uns allen eine glückliche Hand. Ich danke am Schluss Pfarrer Peter Jansen, der uns in den letzten Monaten unter allerschwierigsten Bedingungen begleitet hat. Er war nicht nur Pfarrverweser, sondern ein hervorragender Begleiter. Wir wünschen Ihnen, die Sie jetzt etwas Entlastung erfahren bei Ihren anderen vielfältigen Aufgaben, weiterhin alles Gute und hoffen Sie, das eine oder andere Mal auch in Zukunft hier zu sehen. Alles Gute, Pfarrer Hosdorf, dem ganzen Pastoralteam, ich danke Ihnen. Und ich bitte dann als Vertreterin des Presbyteriums der Evangelischen Kirche hier in Langenfeld, Frau Seitz, das Wort zu nehmen. Sehr geherrter Herr Weißbecher Schilling, sehr geehrter Herr Pfarrer Hosdorf, liebe Mitglieder des Pastoralraumes im Sendungsraum Langenfeld-Monheim, da muss man sich erst dran gewöhnen, das ist was Neues, und liebe Mitglieder des Pfarrgemeinderates und Kirchenvorstandes und natürlich liebe Gemeindeglieder. Pfarrer Böker und ich, wir bedanken uns herzlich, auch im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde, für die Einladung zur Einführung von Pfarrer Hosdorf. Die Einladung zeugt von dem Respekt und auch der Herzlichkeit, die zwischen unseren Gemeinden herrscht. Wir begrüßen ganz herzlich Pfarrer Hosdorf in Langenfeld und hoffen auf ein gutes Miteinander und auch einen guten Austausch, also dass wir miteinander reden. Das wünsche ich mir sehr. Mit ganz vielen Menschen in Monheim und Langenfeld schauen wir Evangelischen mit viel Interesse auf ihr Vorhaben, in einem Sendungsraum zusammenzuarbeiten. Ganz ohne Zweifel wird das auch unsere Zusammenarbeit ändern. Wir sind gespannt, wie sich das alles entwickeln wird, da Langenfeld ja nun nur ein Teilbezirk des Sendungsraumes ist.
Es wird Zeit brauchen, bis alles geordnet und sortiert hat. Da wir im Interesse unserer Stadt und unserer Familien in den letzten Jahren immer besser zusammengearbeitet haben, wünschen wir uns auch in den kommenden Jahren eine immer gute Zusammenarbeit und sind natürlich bereit, unseren Anteil daran beizutragen. Und letztlich sind wir uns ja einig, es gibt nur einen Jesus Christus, der für uns auf diese Welt kam. Für Ihre Arbeit und Ihr Vorhaben Gottes Segen und gutes Gelingen. Sehr geehrter Herr Kreisdichant Schilling, sehr geehrter Herr Pfarrer Hostorf, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal darf ich mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung hier heute zur Einführung. Und für mich war es gar keine Frage, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, daran auch teilzunehmen, auch ich bin dankbar darum, da teilnehmen zu dürfen. Herr Pfarrer Hostorf hat es gerade so ein bisschen bescheiden beschrieben. Entschuldigung, dass ich mich hier zu Ihnen umdrehe, sonst hört der Rest nicht. Er hat es gerade so ein bisschen bescheiden geschrieben, dass die katholische Kirche ja nicht ganz unwesentlich ist in Langenfeld. Für mich als Bürgermeister der Stadt, aber auch als Bürger, als Mensch, spielt die Kirche an sich eine riesengroße Rolle in einer Stadt, in einer Stadtgesellschaft, weil ohne Kirche kann auch eine Stadt nicht funktionieren. Dabei meine ich natürlich auch alle Kirchen dieser Stadt, aber auch die katholische Kirche. Natürlich als einer der großen Kirchen hat hier eine ganz besondere Bedeutung. Und ich darf Sie, sehr geehrter Herr Pfarrer Hostorf, ganz herzlich einladen, hier das Gespräch zu führen, nicht nur mit den Menschen Ihrer Kirche, sondern mit der Stadt. Wir haben einen ausgesprochen guten Austausch miteinander, untereinander. Meines Erachtens auch schon sehr viel bewegt. Dazu darf ich Sie ganz, ganz herzlich einladen. Gute nachbarschaftliche Beziehungen sind nicht nur im privaten Bereich fruchtbar oder auch vor allen Dingen auf kommunaler Ebene. Sie können natürlich auch im seelsorgerischen Bereich dazu beitragen, Brücken zu bauen. Und als einen solchen Brückenbauer darf ich Sie, sehr geehrter Herr Pfarrer Hostorf, ganz herzlich hier in Langenfeld begrüßen. Monheim mit den Gemeinden kennen Sie, Langenfeld werden Sie kennenlernen, aber ich kenne beide. Ich kenne natürlich meine Langenfelderinnen und Langenfelder und ich kenne aber auch viele Monheimerinnen und Monheimer. Wir sind uns da ziemlich ähnlich und ich glaube, es gibt da keine großen Probleme, hier auch in Langenfeld anzukommen. Ich darf natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Pfarrgemeinden ganz herzlich begrüßen. Und ich bin gespannt auf dieses Pastoralteam, wie es gerade schon gesagt worden ist, im Sendungsraum Langenfeld-Monheim, für mich immer noch ein Begriff, den ich bis jetzt so noch nicht gehört habe. Es wird mit Sicherheit viele Möglichkeiten geben, Synergien zu heben. Personell natürlich auch mit der Erfahrung. Es wird meines Erachtens, auch das wurde gerade schon gesagt, eine ausgesprochen große Herausforderung sein. Ich denke noch zurück an die Veränderungen hier gerade der katholischen Gemeinden, die noch gar nicht so lange her sind. Und ich glaube auch, dass die Gemeinsamkeiten hier noch lange nicht ausgeschöpft sind. Und insofern freue ich mich auch, ich habe das Gemeindezentrum jetzt hier drüben noch nicht gesehen. Ich finde den Namen Ankerplatz ausgesprochen gut, weil er in die heutige Zeit reinpasst, in die heutige Zeit der Veränderungen, auch davon wurde heute sehr, sehr viel gesprochen, die Veränderungen hier in der katholischen Kirche, aber auch viele andere Veränderungen. Menschen suchen Halt, Menschen brauchen einen Anker und insofern ist das mit Sicherheit nicht nur ein guter Begriff, ich hoffe auch, dass es wirklich der Ankerplatz ist für die Menschen hier der katholischen Gemeinden, aber vor allen Dingen auch für alle Menschen in dieser Stadt. Die Veränderungen in der katholischen Kirche sind groß, das wurde gerade gesagt. Ich habe nur die herzliche Bitte und ich halte es für außerordentlich wichtig, dass sich die Kirche auch bei allen diesen Veränderungen, die viel Angst hervorrufen, die viel Verunsicherung hervorrufen,
dass die katholische Kirche sich nicht ausschließlich mit sich selbst beschäftigen wird in den nächsten Wochen, Monaten oder möglicherweise auch Jahren. Weil damit ist das Ganze zu kurz gegriffen für die Menschen, die hier immer im Mittelpunkt stehen sollten. Veränderungen gibt es viele, nicht nur hier in der Kirche. Insofern zurückzukommen auf den Ankerplatz. Die See ist meines Erachtens momentan mehr als stürmisch. Die Veränderung in der Kirche, die Weltlage ist aus den Fugen geraten und gerät meines Erachtens immer mehr aus den Fugen. Die Veränderungen im täglichen Leben, Digitalisierung, Arbeitsplätze und so weiter, all das schafft große Verunsicherungen und Menschen brauchen diesen Halt. Natürlich auch das Virus, das uns beschäftigt und das uns auch noch lange beschäftigen wird. Und da hat Kirche meines Erachtens eine ganz wesentliche Aufgabe, Menschen in ihrer Art und Weise Halt zu geben. Halt zu geben und auch den Weg zu weisen. Und insofern freue ich mich auch auf Veränderungen, denn das wurde gerade gesagt, Veränderungen sind ganz normal im Leben. Ich meine auch, es geht, das Beispiel mit dem Wohnzimmer ist schön, es geht weit darüber hinaus. Kirche hat hier eine besondere Verantwortung und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, denn eins wissen wir alle, nicht nur in der Kirche, auch in der Stadt, im stadtgesellschaftlichen Leben gibt es täglich Veränderungen und diese Veränderungen schaffen wir nur, wenn wir es gemeinsam machen. Ich wünsche Ihnen, Herr Pfarrer Hausdorf, hier einen guten Einstieg. Ich freue mich auf viele, viele Gespräche in der Zukunft hier für unsere Stadt, für unsere Kirche in Langenfeld. Alles Gute. Ich darf Sie einladen, im Namen aller Beteiligten, nach dem Gottesdienst noch ein bisschen hier zu bleiben und auf unserem neu entstandenen Platz zwischen Josefskirche und Ankerplatz noch kurz zu verweilen, zu einer kleinen Begegnung. Damit wir gut ankern können, bitten wir um den Segen des Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Gott, der Herr, wende euch sein Angesicht zu und er schenke euch allen seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott, dem